Die Crosslinking-Behandlung hat als Ziel die Stabilisierung der Hornhaut, nicht die Verbesserung des Sehens. Bei Crosslinking wird die oberste Zellschicht, das Epithel, entfernt. Anschließend wird mit Vitamin B2, dem sogenannten Riboflavin, getopft. Anschließend wird mit UV-Licht bestrahlt. Und eben diese Kombination Riboflavin mit UV-Lichtbestrahlung führt zu Quervernetzung der Kollagenfaser in der Hornhaut und das führt eben zu einer Verstärkung des Gewebes.